Dieses Video wird präsentiert vom EA Creator Network und jetzt viel Spaß mit dem Video. Leute, willkommen zu den offiziellen Patch Notes für Season 19. Es sind nicht die 100% Patch Notes. Ich hatte wieder die Gelegenheit, die neue Season früher zu sehen mit den Devs zusammen und es wurde einiges erklärt. Ich konnte die neue Season auch schon zocken, die neue Map bzw. das neue Map-Update. So rum Stormpoint, unwahrscheinlich schönes Map-Update. Ich konnte die neue Legende testen. Habe ich schon gesagt, dass Cross-Progression kommt und nein, es ist kein Fake. Es wurde gezeigt, es wird direkt zum Release rauskommen und das ist mir wichtig, dass ich diese Information gleich zu Anfang bringe. Zum kurzen Ablauf. Jetzt um 17 Uhr, wer das tagesaktuell sieht, das ist das erste Video. Ich habe heute nur Textzeugs für euch. Bildmaterial gibt es im Folgevideo um 19 Uhr. Embargo-technisch ist das von Respawn so gewollt, dass ich das auseinander klamüse und es zwei verschiedene Videos gibt. Ich werde im 19 Uhr Video ausschließlich Gameplay zu Conduit auf dem Trainingsgelände zeigen. Ein bisschen was auf Stormpoint, weil man die Passive auf dem Trainingsgelände alleine nicht triggern kann. Und ich werde aus eigenen Stücken, sage ich mal, noch ein drittes Video am späten Abend veröffentlichen, wo ich euch den Battle Pass zeige. Ich zeige euch einfach noch ein bisschen was. Lasst euch einfach mal überraschen, es ist auf jeden Fall sehr geil und Cross-Progression kommt endlich, das Warten hat ein Ende, es ist wie gesagt kein Fake, es wurde gezeigt. Wie gesagt, ich betone nochmal nicht die 100% Patch-Notes, es wurde einiges angerissen. Es kommt noch einiges mehr, am 30. Oktober sollten die 100% Patch-Notes released werden. Da könnt ihr euch natürlich auch drauf verlassen, dass ich da auch wieder ein Video drüber mache. Es gibt auch eine richtig geile Mega-Ranked-Änderung, die auch sehr interessant ist, die kann ich euch gleich noch mit auf den Weg geben. Und vergesst bitte nicht zu abonnieren. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, aber zum Release von Season 19 in den ersten 3-4 Videos werde ich wieder Verlosungen machen. Wer da mitmachen möchte, 1000 Coins, 6700 und 11.500 fette Coins zu verlosen. Also abonniert den Kanal, das ist ganz, ganz wichtig, wer da mitmachen will. Und jetzt fangen wir direkt einmal an. Wie gesagt, Conduit kommt um 19 Uhr, XXL Stormpoint Map Update. Das Blöde ist, ich zeige euch auf jeden Fall auch noch Gameplay, nicht in diesem Video, aber ich habe wirklich gegen die krassesten Leute spielen müssen, die so Rang und Namen haben. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich Gamer Merchant oder Tim Provision, die hatte ich teilweise in meinen Lobbys oder auch The Gamer Merchant einmal in meinem Team und so weiter und so fort. Man konnte leider das Map-Update nicht genießen. Ich könnte es jetzt theoretisch immer noch zocken, wenn ich wollen würde, aber du landest irgendwo und wirst sofort auseinandergenommen. Es gab nicht die Gelegenheit zu landen und einfach mal in Ruhe die gesamte Map zu erkunden. Das ist leider sehr, sehr schade. Deswegen kann ich euch nicht so viel von Stormpoint zeigen, dass man das in Ruhe genießen kann. Aber es gibt noch eine Menge Bildmaterial in den Folgevideos. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. 6 neue POIs bzw. überarbeitete POIs, unter anderem eben der Watson-Spot. Es ist aber kein Town-Takeover-Event, wie wir ursprünglich dachten. Und der Spot für Watson ist auch nicht bei Lightning Rod, sondern in der Mitte der Map. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der Spot heißt. Bei Stormpoint hört es da bei mir komplett leider auf. Aber extrem interessante Spots. Sie sehen alle sehr, sehr gut aus. Extrem viel Loot. Loot wurde im Allgemeinen überarbeitet, dass man mehr findet. Eine neue Skybox, die unwahrscheinlich schön aussieht. Werdet ihr euch auch drauf freuen können. Mehr Loot hatte ich gesagt und ca. 40% der Map wurden im Gesamten überarbeitet. Moment, kurzen Schluck Tee. Ich bin immer noch ein bisschen kränklich. Wir kommen zu den Ranked-Änderungen und das fand ich sehr, sehr geil. Es gab wie immer diesen Livestream, den ich jedes Mal alle 3 Monate habe, wo uns das gezeigt wurde. Und die junge Dame, Respawn-Mitarbeiterin und selber Ranked-Spielerin, hat mit ihren eigenen Worten gesagt, sie hatte noch nie so sweaty Bronze-Lobbys. Und irgendwie muss dann alle so ein bisschen schmunzeln, weil es leider tatsächlich so ist. Jetzt kommen wir aber zu den Ranked-Änderungen. Auch hier kann es so sein, dass noch mehr dazu kommt. Einiges hatte ich vor ein paar Tagen schon erwähnt. Das habe ich jetzt hier nicht mit drin. Keine Dive-Trials mehr. Das wissen wir nun mittlerweile. Ab sofort sind sie weg, außer für einen Prestige-Skin, wenn da einer dabei ist. Und auch Season 2 und Season 3 Dive-Trials sollten jetzt aus dem Inventar verschwunden sein. Die werden durch Banner-Frames ersetzt. Die Banner-Frames sehen nicht schlecht aus, kann ich euch leider nicht zeigen, weil die nur in diesem Stream
gezeigt worden und ich da leider nichts capturen durfte, was sehr, sehr schade ist. Dann kommt neu dazu und das ist eine richtig geniale Änderung und ich bin gespannt, wie sich das in Ranked ändern wird. Über allgemeine Punkteverteilungen wurde noch nichts erwähnt, aber da kommt etwas. Das wurde nämlich in die Runde gestellt, diese Frage. Was wollte ich sagen? Promo Trials nennt sich die Änderung. Promo Trials, also nicht Trails wie Dive Trial, sondern Trails Herausforderung. Wir bekommen immer dann, wenn wir am höchsten Peak eines Ranges sind, das heißt, du bist von mir aus Bronze 1, Silber 1, Gold 1 und bist kurz davor, den nächsten Rang zu erreichen. Also nicht zwischen diesen einzelnen Divisionen, Gold 2, Gold 3, sondern bevor du einen neuen hohen Rang erreichst, fangen die Promo Trials an. Da hast du 5 Runden Zeit, eine Challenge zu meistern. Wenn du die meisterst, steigst du auf. Solltest du aber ein sehr defensiver Spieler sein, so defensiv wie damals in Season 17, einer der wenigen, die so gespielt haben, werdet ihr dafür nicht belohnt und bekommt so gut wie keine Punkte. Und das finde ich richtig geil, denn ihr müsst für den Aufstieg euch ein bisschen den Hintern aufreißen und bekommt nichts geschenkt. Das heißt, ihr könnt auch nicht von irgendwelchen Predmates durchgezogen werden. Das ist nämlich ja der Punkt, das hatte ich erzählt, das wurde auch nochmal bestätigt. Du kannst als Bronzespieler auch einen Dia-Spieler oder einen Pred-Spieler mitnehmen. Die können dich aber nicht wirklich durchziehen, bis zu einem gewissen Punkt zumindest nicht. Ein bisschen was musst du selber machen. Es wird nämlich dann so sein, du hast 5 Runden Zeit, um 2 Herausforderungen zu schaffen, beziehungsweise schaffst du einen Win in diesen 5 Runden zum Beispiel, hast du es sofort geschafft, dann steigst du auf. Das ist nur ein Beispiel. Oder wenn du den Win nicht schaffst, musst du es 3-mal schaffen in den 5 Runden. Zum Beispiel 3 Assists, 3 Kills und die Top 10 erreichen. Wenn du das nicht schaffst und du verkackst die 5 Runden, bekommst du nochmal eine Chance dafür. Solltest du es wieder nicht schaffen, das wurde leider nicht geklärt, wie genau das dann aussieht. Ob du dann einen Punkteabzug bekommst, keine Ahnung. Hat übrigens mit den Provisional Matches nichts zu tun. Ganz wichtig, die gibt es in den Provisional Matches nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall geil, dass so defensive Spielweise und Leute, die sich vielleicht von Zone zu Zone einfach nur campen, ohne viel machen zu wollen, dass da ein bisschen entgegengewirkt wird. Das ist auf jeden Fall eine richtig starke Änderung. Cross-Progression, ich spreche es nochmal an. Wie gesagt, das ist echt kein Fake. Es kommt, auch hier wurde gezeigt, grob wie es aussieht. Der Bildschirm, wenn du das aktivierst, ich kann es euch leider nicht zeigen. Du kannst 2 Accounts zu einem machen. Du hast dann quasi einen Master-Account. Ob das rückgängig machbar ist, bezweifle ich, wurde auch nicht erwähnt. Du hast quasi hier ein paar Skins, du hast hier ein paar Skins, 1 zusammen. Na, ihr wisst, was ich meine. Und dann hast du einen gesamten neuen Account. Ja, mehr kann ich dazu leider nicht sagen. In den 100% Patch Notes kann ich euch bestimmt auch mehr Bildmaterial dazu zeigen, weil dann wahrscheinlich auch die EA Apex Legends Seite geupdatet wird und das dann genauer erklärt wird. Das soll aber nicht kompliziert sein. So, Map Rotation, Stormpoint, Olympus, Broken Moon. Es ist mal wieder eine sehr bescheidene Map Rotation, muss ich sagen. Es ist eine Ranked und die Publics Map Rotation. So viel kann ich euch sagen. Jetzt kommen wir zu den Waffenänderungen. Care Package Waffe, Elster raus, Wingman rein. Und mein Gott, die Wingman ist absolut krass. Sie hat den Boosted Loader. Der Boosted Loader fliegt übrigens aus dem allgemeinen Loot-Pool komplett raus. Auch für die Hemlock nicht zu finden, aber auf der Wingman ist er drauf. 9 Schuss. Ein Digitalvisier ist drauf. Und du machst 50 Damage auf den Körper. 95 direkt in die Fresse. Und wenn es nicht zu weit weg ist, können da auch mal 105 bei rumspringen. Also der Skullpiercer ist natürlich auch drauf. Also die Waffe ist unwahrscheinlich krank. Replikator. Die 301 und die Volt gehen rein und die anderen beiden Waffen, ich weiß jetzt gar nicht, welche das waren, gehen raus. Es gibt einen fetten Mid-Range, Long-Range Buff. Das ist nämlich die Meta, die geändert werden soll, weil Respawn festgestellt hat, dass zu wenig Mid- und Long-Range-Fights stattfinden und die Waffen dementsprechend gestärkt werden. Die Longbow, die Sentinel und die Charge Rifle bekommen größere Projektile, so kannst du leichter treffen.
Und die haben auch festgestellt, dass der Charge Rifle oder das Charge Rifle Rework vielleicht nicht unbedingt dumm war. Vielleicht wollten sie es nicht zugeben, ich kann es euch nicht sagen. Aber es war nicht der Effekt, den sie erhofft haben. Sie liegt zu sehr rum. Sie haben aus diesem Grund den Bullet Drop reduziert. Ich glaube sogar sehr, sehr stark, dass dazu. Der Bokeh Bow, der bekommt eine höhere Schussgeschwindigkeit. So soll es auch einfacher sein zu treffen, weil auch hier Respawn festgestellt hat, wenn der im Care Package ist, den heben die meisten überhaupt gar nicht auf, weil er uninteressant ist. Kann ich nur nachempfinden. Die 3030 wird genervt und bekommt eine höhere Streuung aus der Hüfte. Achso, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Anfang November gibt es nochmal zwei Exklusivvideos. Kann ich inhaltlich jetzt aber noch nicht drüber sprechen. Ebenfalls ein Embargo, freut euch da auch nochmal drauf. Also die Season läuft da schon ein paar Tage. Weiter im Text. Die Hemlock bekommt einen kleinen Schadensnerf. In Zahlen kann ich es euch leider nicht sagen, wurde nicht erwähnt. Die Elster kommt ja nun raus und ist etwas stärker als zu dem Zeitpunkt, bevor sie ins Care Package überhaupt gewandert ist. Auch hier kann ich euch keine Zahlen nennen. Goldwaffenrotation, die 45, die Elster, die Longbow, die K und die Havoc. Prost. Legenden-Nerfs, das finde ich so absolut komisch irgendwie. In den Global Series haben sie auf einmal alle gezeigt, wie stark Catalyst ist. Das hat vorher keine Sau so richtig interessiert. Zumindest für meine Begriffe. Aber sie bekommt einen heftigen Nerf. Also nicht nur einen, sondern mehrere. Der Spike-Kern hat jetzt keinen Cover-Schutz mehr. Das heißt, Projektile fliegen da durch. Das heißt, das Ding wird erstens mit gedamaged, zerstört oder nimmt Schaden. Du kannst dich aber nicht dahinter verstecken. Die Kugeln fliegen durch und du nimmst eben Schaden. Das sollte klar sein. Du hast dann nur noch 2 statt 3 Ladungen für die Spikes. Finde ich absolut unnötig, ist meine Meinung. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und die Wall, die ultimative Fähigkeit, hält jetzt nicht mehr so lange. Und die Cooldown für die Wall fängt auch erst dann an, wenn die Wall verschwunden ist. Vorher war es so, du hast die aktiviert, die Wall stand und die Cooldown fing an. War mir so tatsächlich nicht bewusst. Ich habe sie sehr selten gespielt. Pathfinder bekommt einen kleinen, aber feinen Buff, der wahrscheinlich nicht extrem ins Gewicht fällt. Es wird so sein, dass du das Care Package trotzdem scannen kannst, um deine Zipline wieder zu füllen. Selbst wenn du einen Skirmisher-Teammate in deinem Team hast, der das Care Package schon gescannt hat. Finde ich eine coole Änderung, klein, aber fein, wie gesagt. Wraiths Passive wird nützlicher. Wir kennen das. Someone's aiming at you. Hurra, tolle Information. Wo kommt es denn eigentlich her? Die Stimmen sollen jetzt nützlicher sein, dass du mehr Informationen rausziehst und außer, dass du in Danger bist und dass jemand auf dich zielt. Genaueres leider unbekannt. Vantage bekommt meiner Meinung nach einen starken Buff. Immer fehlt mir eine Kugel, wenn ich jemanden runterschießen will. Sie bekommt für die Ulti tatsächlich eine 6. Kugel. Statt 5, 6 Kugeln, wenn es voll geladen ist. Das finde ich extrem krass. Und da müssen wir leider auch auf die 100% Patch Notes warten. Derjenige, der die Legendenänderung vorgetragen hat, hat mehr als genuschelt und es war sehr schwer, den zu verstehen. Für Revenant kommt ein Nerf. Ich habe es so verstanden, aber das wäre so sinnlos meiner Meinung nach, denn hätten sie sich nämlich das Rework auch sparen können, so ein bisschen zumindest. Ich habe verstanden, dass die Ulti keine 30 Sekunden, sondern nur noch 3 Sekunden hält. Das macht überhaupt keinen Sinn, das ist einfach mal so ein massiver Nerf. Deswegen müssen wir mal warten, ob die Patchnotes das tatsächlich bestätigen oder ich es einfach falsch verstanden habe. Und Newcastle bekommt ein wenig Liebe auf seine ultimative Fähigkeit. Wie die genau aussieht, diese Liebe, kann ich euch dementsprechend leider nicht sagen. Da war auch viel Genuschel und viel hat man da nicht raushören können. Leute, wie gesagt, um 19 Uhr gibt es exklusives Conduit Gameplay. Dann nochmal Battle Pass in einem extra Video. Die Wingman zeige ich euch nochmal, wie krank die ist und so weiter und so fort. Und wie gesagt, Anfang November gibt es auch noch ein bisschen Stuff exklusiv. Vergesst nicht zu abonnieren. Egal, ob ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt, ja oder nein. Völlig egal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich weiterhin supportet. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.